So. Den kochen wir einmal auf, würzen ihn mit etwas Salz, natürlich auch etwas Zucker und etwas Marzis, also Muskatblüte. Säure geben wir nicht hinein, weil das würde komplett die grüne Farbe des Spargels vernichten. Aufkochen deshalb einmal, damit sich das Aroma einmal entfalten kann. Eine Schüssel und Eiswürfel. So, die Masse hat jetzt 18 Grad, 17 Grad so in dem Dreh, wunderbar. Die Temperatur reicht völlig, um jetzt unsere pflanzliche Gelatine dort hineinzugeben. Und jetzt nur noch einmal aufkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.